Es gibt zwei Punkte, die du einhalten solltest, wenn du visualisierst, um die Visualisation um 4 bis 5 Mal stärker zu machen. Visualisieren ist eine uralte Technik, die seit Jahrzehnten auch eingesetzt wird. Die wurde bei den Astronauten beispielsweise schon eingesetzt, um Abläufe und Prozessabläufe einfach im Gehirn zu verankern. Da unser Gehirn ja nicht unterscheidet, ob etwas fiktiv oder real ist, ist es eine wunderbar perfekte Technik, um sich für gewisse Prozesse vorzubereiten. Beispielsweise im Sport wird das Visualisieren unglaublich erfolgreich eingesetzt. Sport oftmals, du hast ein Bild vor dir, du siehst dich, wie du beispielsweise beim Tennisspielen den Aufschlag machst oder den Abschlag machst oder beim Fußball oder beim Klettern, wie du eine ganz, ganz schwierige Passage plötzlich meistern kannst. Und das funktioniert. Ebenso wird es beim Manifestieren beispielsweise auch sehr stark angewendet, dass du dir vorstellst, was hättest du gerne in deinem Leben und deinem Unterbewusstsein oder Überbewusstsein, das wird ja oftmals auch energetisch dann verknüpft, eigentlich einen Auftrag gibst und sagst, hey, das hätte ich gerne, liefer bitte mal. Ne? Ich sage es jetzt bewusst ein bisschen plump, ich werde ein Video noch ganz gezielt zum Thema Manifestieren machen. Und dann haben wir auch in der Psychotherapie das Thema der Imagination. Das geht ja auch in die Richtung des Visualisierens. Jetzt Punkt Nummer eins ist es, dass ganz, ganz wichtig ist, wenn du anfängst zu visualisieren, dass du weißt, ist das, was du dir jetzt vorstellst und was du erschaffen wirst, wirklich etwas, das dir gut tut. Also ist dann, wenn du das Ziel erreicht hast oder wenn du das, was du dir visualisierst, ist es stimmig für dich und das ganze Ökosystem soll heißen Umfeld, Familie, Beruf, Partnerschaft und so weiter. Also Trick Nummer eins ist es bei der Visualisierung wirklich darauf zu schauen, was wünschst du dir denn? Weil wenn du dir das Falsche wünschst, mit allen Konsequenzen, die da kommen, dann kann es einfach sein, dass dein Leben ganz plötzlich eine Richtung einschlägt, die wolltest du eigentlich gar nicht. Weil das Gehirn oder das Universum, je nachdem, was du mit einbeziehst, ist relativ einfach gestrickt. Es liefert dir genau das, was du in Auftrag gibst. Wenn du sagst, hey, ich würde ab jetzt den ganzen Tag gerne nur noch Probleme sehen, ist das ein Wunsch? Du visualisierst dir, jetzt mach es bitte nicht, ne? Aber sinnbildlich visualisierst dir, wie du überall Probleme entdeckst. Das mag von Vorteil sein, wenn du Quality Manager bist oder irgendwo Projektleiter und auf dem Bau beispielsweise arbeitest und das ist dein Job, solche Sachen zu sehen, dann mag das dir beruflichen Vorteil zu geben. Aber sei dir gewahr, wenn du dein Gehirn mal darauf trainiert hast, dann wird es das nicht nur im beruflichen Kontext tun, sondern eben auch im privaten Kontext. Also lieber, dass du dich darauf fokussierst, was hätte ich denn gerne in meinem Leben, was tut mir wirklich gut und was ist für mich auch erträglich, akzeptabel und umsetzbar in meinem Leben für mich und meine Familie. Mein komplettes Umfeld. Das ist ja eigentlich die große Frage. Heißt, überlege dir sehr genau, was du überhaupt visualisieren willst. Punkt Nummer zwei, einer der wichtigsten Aspekte, das ist das, was deine Visualisierung jetzt wirklich auch viel, viel stärker macht. Nach wie vor, ich verstehe ganz ehrlich nicht warum, aber es ist nach wie vor so, das wird auch an ganz großen Universitäten noch gelernt oder auch beispielsweise in Imaginationen wird es noch gelernt, dass du dir etwas vorstellst als Bild oder als Ziel vor dir. Das heißt, du stellst dir ein Bild, ein dissoziiertes Bild, stellst du dir vor und in diesem Bild oder in dieser Situation da drin kannst du das. Das ist grundsätzlich gar nicht schlecht. Aber was ist denn das Problem? Das Problem ist es, dass dein Gehirn sagt, ja, wenn ich da bin, dann kann ich das sehr wohl, aber hier im Hier und Jetzt, in diesem Körper, es kann sein, dass diese Verbindung geschaffen wird, aber sie wird eben nicht immer geschaffen. Und jetzt ist es der wichtigste Punkt. Und das ist der, den ich mit jedem Profisportler, mit jedem Sportler oder jeder, der sonst irgendwo visualisiert, auch als erstes mal anschaue. Nimm dieses Bild, so gut es sein mag, oder nimm dieses Zielbild oder das, was du dir visualisierst und lass es assoziieren. Das heißt, lass dich erleben in der Situation drin, wie wenn du dein Ziel erreicht hättest. Heißt, Augen geschlossen geht meistens einfacher. Du bist in dieser Situation, du siehst es, hörst es, riechst es, schmeckst es und fühlst es, wie wenn du es direkt erleben würdest. Ganz, ganz wichtig. Und das mit allen 5 Sinnen eben, Wacko, visuell, auditiv, also sehen, riechen, hören, schmiechen,
Sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen. So, jetzt. Und dann, erst dann wird es für dein Gehirn so wirklich real. Erst dann kommt das volle Erlebnis. Und wenn du dann diese Situation zusätzlich noch in die Zukunft stellst, also dir vorstellst, wie du das Ziel in der Zukunft hast, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, das heißt die nächsten Tage, die nächsten Wochen, maximal die nächsten Monate, dann wird das Gehirn, nennt sich auch Hebbsches Gesetz, in die Zukunft hinein neuronale Verbindungen kreieren und wird in die Zukunft hinein dieses Zielbild verknüpfen, so dass ganz, ganz viel deines Unterbewusstseins darauf hinarbeitet. Und es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt, den du tun kannst, um aber deine Visualisierung massiv, also wirklich massiv intensiver zu machen. Und es gibt eine Menge von diesen kleinen Tricks, eine unglaubliche Menge, wo du ganz viel auch bei unseren Ausbildungen lernst. Also wenn du dich hierfür interessierst, Mental Coach Ausbildung, klicke unten im Beschrieb und informiere dich. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Abonniere unseren Kanal, um auch in Zukunft weitere Informationen rund um das Thema Unterbewusstsein, Mental Training, Hypnose und Coaching zu erhalten.